Es ist die größte Verbrauchermesse für Landwirtschaft weltweit. Über 1600 Aussteller und bereits mehr als 300.000 Besucher und Cottbus mittendrin. Der Holzfachhandel Dignor hat hier in Halle 4.2 gleich ein ganzes Spreewalddorf aufgebaut. Ob original Spreewaldgurke, Cottbusser Eis oder heimische Spezialitäten, die Messebesucher können sich hier über die Lausitz und ganz speziell über Cottbus informieren. Also die Resonanz bisher war wirklich überwältigend. Wir haben versucht, auch die Region Lausitz mit zu beleuchten als dritten Punkt, also den Werkstoff, die Bewegung, die Region Lausitz. Und die Resonanz der Besucher der Grünen Woche war sehr überwältigend. Das Spannendste ist aber wohl der Cottbus-Parcours. Unter dem Motto Holz bewegt dich, die Lausitz bewegt sich, hat die Firma Lignor hier zusammen mit dem Stadtsportbund ein sehr sportliches Programm auf die Beine gestellt. Wir haben ja das Projekt zusammen entworfen. Wir haben uns zusammengesetzt, welche Sportarten können wir mit Holz verbinden. Und da hat sich auch über andere Unternehmer hinaus ein super Netzwerk entwickelt. 8 Meter geht es hier nach oben. Die Kletterwand ist freistehend und komplett aus Holz. Wer es bis nach oben schafft, braucht nur noch die Glocke zu läuten. Für das hervorragende Klettern gibt es von Cottbus oder an Cottbus eine Erinnerung für euch beide. Bitte schön. Viel zu bestaunen gibt es auch nebenan bei den Trailfahrern. Hier zeigen die Jungs von Cottbus, wie ihr ganzes Können. Mit viel Konzentration und hohen Sprüngen geht es über die Buchstaben von Cottbus. Und die sind natürlich aus Holz. Na, unsere Aufgabe ist, den Kindern zu vermitteln, dass eine grüne Woche nicht einfach nur essen und gucken ist, sondern auch mitmachen und staunen, was man aus Holz alles machen kann. Unsere Motivation ist es, Kindern zu zeigen, dass man relativ einfach mit dem BMX über einfache Hindernisse rüberfahren kann. Somit wären wir für unseren Verein Cottbus Wiel e.V. und ja, Spaß ist angesagt hier bei uns. Die dritte Station im Parcours ist das Holzruderergometer. Ziel ist es hier, so viele Bäume wie möglich zu errudern. Die werden dann auf einer Brachfläche in Cottbus gepflanzt. Bis jetzt wurden schon fast 2000 Bäume errudert. Und um unseren Sportparcours haben wir auch noch unsere Region hier vorgestellt. Cottbus, den Spreewald und die Lausitz. Im Prinzip alle Messebesucher für unsere Region zu interessieren und auch die irgendwann mal als Gäste bei uns willkommen zu heißen. Kai Bönke und Kai Hafenstein hoffen natürlich, dass sich das Projekt weiterentwickelt. Die Grüne Woche war dafür wohl der perfekte Startschuss.